jetzt auf dem Hauptbahnhof in Köln. Da habe ich jetzt festgestellt, eine S-Bahn, die S13, geht vom Gleis 10. Das sollte man wissen. Deswegen sage ich euch das jetzt. Danke, ciao. So, hallo. Ich bin jetzt in Palma de Mallorca. Hinter mir liegt das Schiff, die Speedy Go. Nagelneu, 5 Wochen alt. Und wir stechen jetzt gleich in See Richtung Ibiza. Das wird ein längerer Schlag, ich glaube 70 Meilen. Da wird es dann irgendwann mitten in der Nacht, bis wir ankommen. Ja, los geht's. Das Palma Real Club Nautico. Also. Etwa etwas windig hier. So, ich sitze jetzt hier auf dem Vorschiff. Der Steuermann übt noch ein bisschen. Deswegen schwankt es ein wenig. Ja, hinter mir ist jetzt nochmal Palma. Und jetzt geht es rüber nach Ibiza. Wir motoren jetzt mal noch, weil der Wind ein bisschen schwach ist. Aber wenn wir aus der Abdeckung von Mallorca raus sind, sollten wir es schaffen zu segeln. Ich habe übrigens da vorne die Kajüte mit einer anderen Frau. Und die erste Nacht war unruhig für mich, also vom Liegen her. Nicht wirklich erholsam. Das erste Kap. Langsam im Dunst. Aber Ibiza kann man schon ein wenig erkennen. Ich mache mal kurz Statistik. Hier ist übrigens mein Lieblingsplätzchen, Eck. Wir sind heute Morgen um 10.15 Uhr am 23.11. gestartet und wollen nach Ibiza. Wir hatten jetzt zweimal die Segel oben, aber da war zu wenig Wind. So ein paar Meilen sind wir wohl gesegelt. Und wir haben bis jetzt etwa irgendwo zwischen 35 und 40 Meilen hinter uns. Ein Speed von etwa 6 bis 7, wenn wir den Motor anhatten. Kurs ungefähr 230 sollten wir. Bis später, ciao! Kurzen Nachtrag, als ich am Steuer war, war auf der Logge 15.09. So sieht man nicht. So, jetzt bin ich wieder vorne am Mast. Noch ein Nachtrag. Um 15 Uhr haben wir die ersten Delfine gesehen. Yeah! 2 Stück. Das war schön. Ciao! Das ist Untergang.
Mallorca, es ist nicht mehr zu sehen. Wir sind jetzt so rund 20 Meilen. Denn Uhrzeit. Kurz um 5:30 abends. Ja, klar. Geworden.